weißt doch, was für scheußliche Steuern wir haben. Wir dürfen wirklich nicht das Geld so hinauswerfen. Jawohl, Mama. Und warum rufst du an? Ach so, ja, wegen Mr. Thibs. Das wollte ich dir doch gleich sagen. Thibs, der kleine Architekt, der euer Kirchendach renoviert? Was ist denn mit ihm? Denk dir nur lieber, Mrs. Rockmorton kam vorhin ganz aufgelöst bei mir an. Wie bitte, wer? Verzeih, Mama, die Verbindung ist so schlecht. Mrs. Rockmorton. Rockmorton. Ja. Frau des Vikars. Ja, ist gut, ja. Mr. Thibs hat heute Morgen im Pfarrhaus angerufen. Er sollte heute doch wieder herauskommen, wegen der Dacharbeiten. Ja, und? Er hat abgesagt, er sei verhindert. Er hat einen Leichnam in seiner Badewanne gefunden. Entschuldige, das habe ich wieder nicht mitbekommen. Was hat er gefunden? Sprechen Sie noch. Ja, wir sprechen noch. Hallo, Mama. Hallo. Bist du noch da? Hallo, Mama. Ja. Ja, beinahe wären wir getrennt worden. Also, was hat er gefunden? In der Badewanne einen Leichnam. Einen toten Mann mit nichts an. Jemand, der da gebadet hat? Ach nein, jemand, den er gar nicht kannte. So peinlich. Die kleine Brüder von Morton ist direkt rot geworden, als sie es mir erzählte. Das ist ja merkwürdig. Tatsächlich ein Fremder? So habe ich es jedenfalls verstanden. Einzelheiten hat er natürlich nicht gesagt. Er sei ziemlich verstört gewesen am Telefon.